Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Bibel TV, das Gespräch. Der Fernsehgottesdienst, der in den letzten Jahrzehnten von den meisten Menschen weltweit gesehen wurde, ist der Gottesdienst von Hour of Power. Und ich freue mich, dass wir ihn auch im Bibel TV Programm haben. Und in den letzten Jahren gab es da einige Veränderungen. Und umso schöner ist es, den Hauptpastor von heute hier zu haben. Herzlich willkommen, Bobby Schuller. Hour of Power hat in den letzten Jahren mit einer schweren Krise zu kämpfen. Sie mussten Insolvenz anmelden und die Crystal Cathedral verkaufen. Wie ist die Situation von Hour of Power heute? Zuerst möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass ich hier sein darf, Matthias. Ich freue mich, Bibel TV zu besuchen. Ja, wir stehen ganz woanders als noch vor einem Jahr. Es gab einen umfassenden Wechsel an der Führungsspitze. Als ich die Gemeinde vor einem Jahr übernommen habe, hatte sie noch 150 Mitglieder von ehemals 10.000 ein, zwei Jahre zuvor. Wir haben also eine schwere Zeit durchgemacht bei so vielen Kirchenaustritten. Nun sind wir wieder bei 1.000 bis 1.500 Besuchern am Sonntagmorgen. Wir haben jede Menge neue Leute und viele sind gespannt, was die Zukunft bringt. Die Insolvenz überkam uns sehr schnell, aber jetzt sind wir schuldenfrei. Gott hat uns gesegnet und wir haben genügend Mittel, um weiterzumachen. So, was sind die Lehren aus der Insolvenz? Welche Fehler wurden beim Umgang mit Geld gemacht und was haben Sie daraus gelernt? Well, some of the mistakes in any big organization. Einer der Fehler in sämtlichen großen Unternehmen sind die Ausgaben. Wenn die Einnahmen anfangen, schnell zu fallen und man nicht gegenzusteuern weiß. Ich meine, ich weiß nicht, wie die Gemeinde angesichts des Verlusts an Zuschauern und Besuchern diese Dinge hätte korrigieren können. Ich denke, einige unserer größten Fehler waren die Veränderungen, die wir in der Musik unternommen haben. Und dann waren sicherlich auch einige Gehälter außer Kontrolle geraten. So haben wir jetzt ein völlig unabhängiges Gremium, das das Werk leitet. Darin sind keine Familienmitglieder oder Ähnliches. Unsere Zahlen sind jetzt für jeden zu 100% einsehbar und wir agieren viel transparenter nach außen. Okay, wenn wir zurückschauen, dann war Hour of Power immer bekannt für seine positive Einstellungen. Du schaffst es mit Gott. Aber wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir überall Leid. Die Menschen im Alten Testament, die großen Glaubenshelden, mussten alle durch furchtbare Krisen durch, weil sie auf Gott vertrauten. So ist dieses positive Evangelium, für das die Crystal Cathedral früher stand, passt das da überhaupt dazu? Ja, ich sehe. Als mein Großvater seine Evangelisation aufgebaut hat, begann er als junger Mann in einem sehr streng religiösen Umfeld, bekannt für Aussagen wie Gott hasst dich, Gott hasst dich, Gott wird dich richten und solche Dinge. Und so war seine Botschaft eine völlig andere. Er erinnerte sie an das, was Jesus uns sagte über Gottes Liebe und Gottes Macht. Er versuchte wirklich, Menschen zu ermutigen, sich aus diesem düsteren Loch zu befreien und das Hand in Hand mit dem Herrn zu tun. Ich denke, was er tat, war immer noch sehr biblisch. Man kann nie das ganze Bild der Bibel aufgreifen. Meine Botschaft ähnelt in einigen Punkten der meines Großvaters, aber ich predige ziemlich viel über das Leiden. Tatsächlich waren wir gerade hier in der Kirche und ich verglich die zwei Betrachtungsweisen des christlichen Glaubens. Die eine Seite sagt, fürchte dich nicht, denn wenn du alles richtig machst, wird dir nichts Schlechtes widerfahren. Und ich denke, das ist ganz und gar nicht biblisch. Die andere lautet, fürchte dich nicht. Es werden manche Dinge geschehen, vor denen du Angst hast, aber da ist nichts, wovor du Angst haben müsstest. Ich meine, wenn man sich Paulus anschaut, der im Gefängnis sitzt, geschlagen wird und sein Leid erträgt, denn er sitzt dort ohne Grund, er ist römischer Bürger. Und trotz allem ist er voller Freude und preist Gott mit einem Lächeln im Gesicht. Er lebt in einer ganz anderen Wirklichkeit. Ja, das ist toll. Und wissen Sie, mein Großvater ist davon überzeugt und ich predige es häufig und glaube an die Freude, die gegenwärtig sein kann, auch inmitten des menschlichen Leids. Okay. Inwieweit korrigiert so die Erfahrung der Insolvenz vielleicht die geistliche Botschaft von Hour of Power? Well, I think so in a way.
Ja, ich denke, ein Stück weit. Ich weiß nicht, ob es unsere Botschaft verändert hat. Ich denke, es hat ganz bestimmt die Art und Weise verändert, wie wir agieren. Ich habe während der Insolvenz nicht für Hour of Power gearbeitet. Ich war Pastor meiner eigenen Gemeinde. Das war eine völlig andere Institution und sie war sehr erfolgreich. Und das war ein Grund, weshalb ich gebeten wurde, für Hour of Power zu arbeiten. Aber ich hasse Schulden und das, was uns letztlich ruiniert hat, war der Größenwahn, die Ansicht, dass wir so viel ausgeben können, wie wir wollen, dass wir uns Geld leihen können und wir es zurückbekommen, wenn wir darauf vertrauen. Ansonsten gehen wir eben ein Risiko ein oder was auch immer. Ich denke, von nun an werden wir eine schuldenfreie Institution sein. Wir brauchen uns kein Geld zu leihen. Gott hat uns die Mittel gegeben, die wir brauchen, um den Job zu machen. Und ja, ich denke, das ist die Hauptsache, dass wir einfach keinen Kredit mehr aufnehmen. Okay. Was sind die Lehren daraus? Wie kann man sich als Organisation oder überhaupt als Christ vor dieser Hybris schützen, die ja eine Versuchung für uns alle ist? Das ist eine große Frage. Wie es immer mit dem Charakterwachstum ist, es macht die Übung. Wissen Sie, so viele Christen versuchen es oder sie wissen, was richtig und was falsch ist. Sie wissen eigentlich, wie man das Richtige und das Falsche tut. Aber wenn es darauf ankommt, können wir unser Möglichstes versuchen, wir versagen. Ich denke, die Schrift lehrt uns, dass wir Übung erfahren sollen. Paulus redet darüber. So Paul talks about this, you know, like you would train for a sport, you know, and that training comes through a daily. Es ist, wie man eben auch Übungen in einer Sportart bekommt, und aus dem Training wird die tägliche Erfahrung der Gegenwart Gottes, ein Leben des Gebets, der Anbetung, Gott stets im Kopf haben. Und wenn man das tut, fallen einem Dinge wie Überheblichkeit zu widerstehen oder bescheiden zu sein leicht, weil man mit Jesus lebt. Also, ich kann das nachvollziehen. Ich kenne Zeiten aus meinem Leben, wo man einen Berg besteigen muss, man am Hadern ist, und danach ist es leichter, den Nächsten zu lieben und das Richtige zu tun, weil du diese innige Verbindung mit Jesus hast. Und ich denke, so sollten wir Christen handeln. Wir sollten immer unser Möglichstes tun, um in dieser Beziehung zu bleiben. Und wenn wir das tun, fällt es uns leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. So, wie sind Sie dann mit als Gemeinde mit dieser Krise umgegangen? Well, I think that as a local church, sometimes some of the local people felt. Ich denke, dass manche Gemeindemitglieder das Gefühl hatten, dass die Sendung das eigentliche Gemeindeleben in den Schatten gestellt hat. Als wir auf Sendung gingen, hatten wir 10.000 Gemeindemitglieder. Wir hatten etwa 15 Chöre mit jeweils 100, 150 Leuten, Kinderchöre, einen Singlechor mit 1.500 Leuten, eine Jugendgruppe mit 2.000 Kindern. A youth group that had 2,000 kids, and it was out of that incredible church, local church movement. Aus dieser unglaublichen Kirchenbewegung entstand das TV-Programm, das zum meistgesehenen christlichen Programm weltweit wurde. Beides muss wichtig sein: die Fernsehsendung und die Gemeinde vor Ort. The Hour of Power television program and the local church. They both have to be important. And besides, some people that watch the Hour of Power feel like. Für manche Zuschauer von Hour of Power ist die Sendung ihre Gemeinde. Sie wollen nicht, dass es nur eine Show ist, sondern ein Gottesdienst, von dem sie ein Teil sind. Wir mussten darüber nachdenken, die Gemeinde tatsächlich auch als solche zu leiten. Wir wollen, dass die Leute sehen, was geschieht, dass sie mit einbezogen sind. Wir wollen ehrenamtliche Mitarbeiter und wollen Sozialarbeit für die Armen leisten. Wir wollen definitiv wieder beides sein und nicht nur eine Fernsehsendung. Okay. So, wie sieht dann die Vision für Sie als Hauptpastor für das Werk aus? Mein Lieblingsbibelvers ist Matthäus 11, 28, als Jesus sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. There are so many people in the world, here in Germany, in the States. Es gibt so viele Menschen auf der Welt, hier in Deutschland, in den Staaten, die das Evangelium noch nie gehört haben. Und die meisten von ihnen gehen nicht in die Kirche. Sie fühlen sich nicht wohl. Sie wissen nicht, wann stehen, wann hinknien, was beten. Sie fühlen sich unwohl und oft unwillkommen. Und mein Opa wusste das. In den 1950ern fing er als junger Mann mit seinen Predigten in einem Autokino an. Er sagte den Leuten: Come as you are in your family car. Kommt, wie ihr seid, als Familie. Das ist die Idee. Du packst in deinem Auto, du hörst diesen Menschen das Evangelium predigen, von mir aus auch in einem Schlafanzug. Und die Fernsehgottesdienste, die wir machen, sind eine Erweiterung davon.
Das heißt, wir warten nicht unbedingt darauf, dass die Leute zu uns kommen, sondern wir kommen mit der Sendung direkt zu den Leuten nach Hause. Und noch im Schlafanzug, sich keine Sorgen über irgendwas machend, können sie das Evangelium hören. Und deshalb veränderte mein Großvater, der ein Pionier der TV-Evangelisation war, die Art, wie man darüber nachdachte, Leute zu erreichen. Sie genau dort zu erreichen, wo sie sind, wenn sie noch im Bett liegen, die Müsli-Schüssel oder den Kaffee in der Hand. Und ich möchte diese Vision noch weiterführen. Ich denke, dass das Fernsehen und jetzt vor allem das Internet und Mobilfunkgeräte Dinge sind, die die Menschen immer dabei haben. Und wenn du das nutzt, gehst du zu den Leuten und wartest nicht darauf, dass sie zu dir kommen. Ja, das ist ja auch das Ziel von BibelTV und das führt uns da gut zusammen. Wir kriegen manchmal Briefe, wo dann Zuschauer schreiben, ja, das ist ja alles so ein bisschen amerikanisch und die amerikanischen Christen sind anders. Darf ich mal umgekehrt fragen, wie Sie als Amerikaner die deutschen Christen erleben? Gibt es da Unterschiede im Glauben? Well, I mean, it depends on which Christians you're talking about, because one of the dynamics. Es hängt davon ab, von welchen Christen du redest, weil wir in den Staaten nicht, wie hier in Deutschland, die Frei- und Landeskirchen haben. Und ich stelle hier viel Spannung fest zwischen diesen zwei Gruppierungen. So eine Spannung haben wir in den Staaten nicht. Auch wir haben alle möglichen Gruppen und viele Pastoren fragen mich, was ich darüber denke. Ich habe mir dazu noch keine Meinung gebildet. Ich weiß einfach nicht viel darüber. Okay. Abgesehen davon hat Deutschland einen ganz entscheidenden Beitrag zum christlich-evangelikalen Gedankengut beigetragen. Als ich meine Ausbildung zum Pastor machte, hatten wir im Priesterseminar eine fünfstöckige Bibliothek. Ein Stockwerk dieser fünfstöckigen Bibliothek, Fuller Priesterseminar, genau. Eine Etage dieser fünfstöckigen Bibliothek ist ausschließlich mit deutschen Büchern gefüllt. Das ist wegen des goldenen Zeitalters der deutschen Theologie, alle möglichen Schriften, die meisten stammen aus dem frühen 20. oder dem späten 19. Jahrhundert. Deutschland hat also ein enormes Erbe. Aber die Christen in Deutschland scheinen den gleichen Heiligen Geist zu haben, den gleichen Glauben und die gleiche Liebe zu Gott. Und es scheint sehr ähnlich zu sein wie bei den Christen, die wir in den Staaten haben. Also sehr liebevolle Menschen, freundliche Menschen, die Jesus lieben und die verloren Gegangenen erreichen wollen. Was können wir voneinander lernen? Ich weiß es nicht. Wie bereits erwähnt, denke ich, dass Deutsche allgemein etwas friedvoller und etwas internationaler sind in ihrer Denkart. Und manchmal können wir als Amerikaner in unserer kleinen Blase sein und denken nicht wirklich an unsere Nachbarn oder die internationale Gemeinschaft. Ich denke, das ist großartig in Deutschland. Die Menschen machen sich viele Gedanken über Europa und die Welt und da könnte sich die amerikanische Kirche was abschauen. Okay. Eines Ihrer großen Anliegen, wenn man danach liest, ist soziale Gerechtigkeit. Und ich habe da einiges gelesen über ein Projekt, das St. Patrick's Project heißt. Da geht es um Obdachlose und Benachteiligte. Woher kommt Ihr Engagement für die Armen und wie sieht die Arbeit konkret aus? Mein Einsatz für soziale Gerechtigkeit und gegen Armut kommt von der Bibel. Es ist doch sonnenklar, dass das ein Teil von dem ist, was Jesus für uns will. Sogar in Matthäus 25 spricht Jesus davon mit den Schafen und Böcken. Er legt es nicht aus, wie wir es als Christen normalerweise tun. Er sagt, was ihr getan habt, einem von diesen, meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan, wenn du ihnen Essen, Trinken oder Kleidung gabst. Viele Kirchen machen das nicht. Für mich gehört die Armen und Bedürftigen Fürsorge dazu und das sollte sie in jeder Kirche. In Kalifornien machen wir jede mögliche ehrenamtliche Arbeit in Partnerarbeit mit anderen christlichen Organisationen. Wir haben Lunchpakete für Kinder gemacht und Chili con Carne im Park für die Obdachlosen. Wir machen eine Menge solcher Dinge, auch ein Frauenhaus. Wir arbeiten zum Beispiel in einer Notfallunterkunft für Obdachlose, dem Jesaja-Haus. Ja,
Für mich war es eines der tollsten Dinge, junge Menschen zum Glauben zu führen. Das war sehr schwierig, das Evangelium mit ihnen zu teilen oder sie sogar in die Kirche einzuladen. Wenn ich ins College gehe, sagen die Jugendlichen, ich will nicht in die Kirche gehen. Aber wenn ich frage, machst du morgen mit mir im Jesaja-Haus Pfannkuchen für obdachlose Kinder, sagen sie, ja, unbedingt. Also gehst du hin und holst die jungen Leute dort ab, wo sie stehen. Die, die sonst nicht in die Kirche gehen, sich aber ehrenamtlich für Arme einsetzen würden. Und dann arbeiten sie in diesem Umfeld mit anderen Gläubigen, finden Freunde und verändern sich. Für gewöhnlich sind sie innerhalb von 6 bis 12 Monaten getauft. Das ist ja interessant. Das heißt, Sie sagen, das soziale Projekt ist auch mit entstanden, um junge Leute sinnvolle Geschichten, wo sie sich gerne engagieren, in der Kirche zu geben und so den Weg zum Glauben zu finden. Exactly, because they don't feel comfortable going into a church. Genau, weil sie sich nicht wohlfühlen, wenn sie in eine Kirche gehen. Aber Arme zu speisen oder sich um sie zu kümmern, kann jeder tun, auch ohne Religion. Und sie treffen andere Christen und sagen, oh, das sind keine seltsamen, eigenartigen Leute, es sind normale Leute, die den Herrn lieben. Und oft stellen sie fest, dass sie wirklich freundlich, liebevoll und selbstlos sind. Ich will auch so leben. Allein die Nähe zu anderen jungen Gläubigen bewirkt diesen enormen Unterschied. Wenn wir über junge Leute sprechen, Sie sind ja erst seit kurzem der Hauptprediger bei Hour of Power und vorher haben Sie sich sehr um junge Leute bemüht. Sie haben etwas angefangen, was The Gathering heißt, wo junge Leute und Leute, die sich für Junggebliebene, die sie für jung halten, dort versammeln und haben dort Wege gefunden, diese Menschen zu erreichen und mit ihnen Kirche zu bauen. Wie ging das genau? Well, one of the most important things about The Gathering was that eins der wichtigsten Dinge über The Gathering war, dass es keine Vorgaben gab. Es gab keine bestimmte Kleidung, keine Bühne in der Kirche. Wir versuchten es sehr, sehr einfach und ansprechbar zu machen. Ich denke zum Beispiel an die Musik. Dafür nehmen wir Freiwillige aus der Kirche und machen unter der Woche Dinge in der Stadt. Alle Arten von eigenartigen Dingen. Wir hatten ein Schachturnier in einem Café. Als Kirche haben wir Musikauftritte im Park. In der Innenstadt gibt es diesen Club, ein ziemlich cooler Ort für junge Leute und Studenten. Einmal gab es da donnerstags eine offene Bühne und der Laden war voller Leute. Und einmal habe ich eine riesige Kiste voller kontroverser Bücher genommen, mit Karl Marx und Engels und dem Koran und Nietzsche und Sartre, Derrida, und ich hatte die Bibel und Arbeiten von C.S. Lewis und anderen. Und ich ging zu diesem Club, setzte mich draußen an einen Tisch und nahm einfach diesen riesigen Stapel Bücher und saß nur da und wartete. Und sehr bald kam jemand vorbei und sah eins der Werke, mit denen ich mich im Studium befassen musste. Entweder liebten sie sie oder sie hassten sie, aber sie fingen ein Gespräch an. Ich machte das dann jede einzelne Woche und wir nannten es Socrates. Für wie viele Wochen haben Sie das gemacht? Oh, maybe we did it for about a year and a half. Wir haben es vielleicht über 1,5 Jahre gemacht, einmal pro Woche. Und Leute aus der Kirche kamen und wir hatten einfach diesen riesigen Stapel Bücher und drumherum standen 20, 30 Leute. Wir quetschten sie um 3, 4 Tische herum und jeder kam zu Wort. Wir diskutierten über alles. Philosophie, Theologie, Glaubenslehre und alle saßen drumherum, rauchten, tranken, redeten und im Hintergrund spielte Musik. Hatten Sie die anderen Bücher auch gelesen? Oh, sure, yeah. I had studied those in seminary. Klar, ich habe sie im Studium durchgenommen. Es war Teil der Ausbildung, eine Brücke zwischen einem Nihilisten, einem Kommunisten oder sonstigem zu schlagen. Also Menschen mit einem gegensätzlichen Bild vom Christentum. Es war kein Gespräch im Sinne von, ich habe Recht und du liegst falsch. Kein Streit, eher ein Dialog. Es ging nicht darum, die Diskussion zu gewinnen, sondern neue Freundschaften zu knüpfen. Also wurden wir Freunde mit diesen Leuten. Und durch diese Freundschaften wurden viele zu Christen. Und so war Jesus. Jesus ging nicht zu den Leuten, um sie unbedingt umzukrempeln. Er sagte, folgt mir. Und was er meinte war, komm, häng mit mir ab. Lass uns einen Spaziergang machen. Und so entwickelte er diese Freundschaften und mit der Zeit fing
fingen sie an, Christus zu lieben. Damit ich mir das besser vorstellen kann. Sie saßen da jetzt wie hier mit ihrem Tisch, hatten da ihre ganzen Bücher, Koran, Bibel, Karl Marx. Und dann kamen sie ins Gespräch mit den Leuten. So, was war dann der nächste Schritt? Haben Sie sie dann ins The Gathering eingeladen oder wie ging es dann weiter? Well, in any kind of environment like that, you can't really have a next step prepared. Naja, in all diesen Angelegenheiten kann man nicht wirklich einen nächsten Schritt vorbereitet haben. Das würde alles ruinieren, weil es die Authentizität raubt. Der nächste Schritt war immer unterschiedlich, abhängig von der Person. Oft wussten sie nicht, dass ich Pastor bin. Manche fragten, was machst du beruflich? Ich sagte, ich bin Pastor. Und dann kam sowas wie, oha, sie wissen, was ich meine. Also ist das wie der nächste Schritt in einer beginnenden Freundschaft? Es gibt keinen, bis man dann befreundet ist. Und dann nimmt alles weitere seinen Lauf. Man bekommt die Telefonnummer, fragt, was machst du am Sonntag? Ich sage, ich gehe in die Kirche, du solltest mitkommen. Oder sowas in der Art. Es gab nie eine Struktur oder fixen Plan. Es war absolut intuitiv. Also machst du es, wie es kommt und vertraust darauf, dass der Herr hilft. 90% der Missionsarbeit ist, einfach da zu sein. Und daraus ist dann The Gathering entstanden. Wie sah das dann aus? The Gathering hat mit einer Handvoll Freunde angefangen. Wir wollten eine Kirche schaffen, in der man zuerst dazugehört und dann glaubt. Nach dem Vorbild Jesu geht es nicht darum, nach dem Motto, glaube alles, was ich dir sage und bete es nach und erst wenn du all dem zustimmst, darfst du mir nachfolgen. Es gab keine Bedingungen. Er sprach, folge mir nach und lerne von mir. Aber er erwartete nicht von ihnen, dass sie schon alle Antworten kannten. Er war ein Lehrer, der seine Schüler voranbrachte, aber sie mussten keine bestimmten Bedingungen erfüllen. Bei The Gathering und mittlerweile The Tree of Life sagen wir, gehöre dazu, bevor du glaubst. Unabhängig davon, was es für eine Person war, wollten wir ihr die unermessliche Liebe Gottes zeigen, die in unserem Leben spürbar ist. Von dem Tag an, an dem du dabei bist, gehörst du zur Familie. Egal, was deine Bedenken sind. Wenn du denkst, du bist ein großer Sünder und machst alle möglichen Fehler, sagen wir einfach, komm, wie du bist, wir wollen dich lieben. Und mach dir keine Gedanken darüber, wann du stehen oder sitzen sollst oder ob du das Richtige sagst. Sei einfach da in der Gegenwart Gottes. Das war der Grundsatz all unserer Handlungen. Vielleicht zum Schluss noch, wir sind ja, kommen ja schon aus einer berühmten Familie. Was ihr Großvater da gemacht hat, war erstaunlich, er war sehr bekannt und Sie sind auch der dritte Pastor in Folge in der Hour of Power. Was bedeutet diese Familientradition für Sie und wie gehen Sie mit diesem großen Erbe um? Well, most of the pressure and things I think I dealt with as a younger person, as a teenager. Also, die meisten Dinge, die mich als Teenager belastet haben, gehören einfach irgendwann zum Leben dazu. Die Leute fragen mich, wie ist es, Dr. Schuller als Großvater zu haben? Und ich sage, ich weiß es nicht, wie es ist, Dr. Schuller nicht als Großvater zu haben und mache Witze. And you know, I joke around and you know, I grew up with my grandpa, you know, sitting around with him. Ich bin ganz normal mit meinem Opa aufgewachsen, saß mit ihm herum, er in der Robe mit einer Tasse Kaffee oder in Unterwäsche oder beim Angeln. Der Dr. Schuller, den ich sehe, unterscheidet sich von dem Dr. Schuller, den andere sehen. Er ist mein Großvater, nicht irgendein Pfarrer auf der Kanzel. Er ist mein Freund. Er ist ein großer Bär zum Knuddeln. Was machen Sie anders als Ihr Großvater? Well, that's a good question. Everything? I don't know. No, not everything. You know, he's. Das ist eine gute Frage. Alles? Ich weiß es nicht. Nein, nicht alles. Er hat eine besondere Gabe, seine Stimme. Ich wünschte, ich hätte seine Stimme. Er hat diese tiefe, reiche Baritonstimme. Deep, rich baritone. You know it. I don't know how he got that, but that's one thing that I miss. Ich bin vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist nicht so, dass der eine besser wäre als der andere, aber ich denke, ich predige ein bisschen bibelbezogener und solche Sachen. Wir haben eine etwas unterschiedliche Ansicht darüber, wie man predigt.
For example, and I'm a lot more rough around the edges. Ich bin etwas gröber. Ich kann manchmal sogar rumblödeln und man kann mir gut folgen. Er ist sehr professionell. Wir sind also beide gut, aber jeweils wir selbst. So both are good, you know, but we're both just being ourselves, you know. So it's interesting. In the question you were asking earlier, though, wenn wir zum Beispiel an Ostern oder Weihnachten als Familie zusammen sind, ist es interessant. Da sind 20 Enkel, 5 Kinder und dann meine Großeltern, eine große Familie. Und die meisten sitzen herum und spielen. Irgendwann findet man meinen Opa und mich zusammen in einer Ecke sitzen, wo wir über Theologie diskutieren, über Kirche reden, unterschiedliche Meinungen haben, lachen und Witze erzählen. Or laughing and telling jokes. My dad and I love to tease my grandpa about his little nuances, you know. Mein Vater und ich haben meinen Opa immer gerne mit seinen neuen Antworten aufgezogen. Das sind tolle Erinnerungen meiner Kindheit. Und es ist spannend zu sehen. Erst mein Großvater, dann mein Vater, dann ich. Das war nie mein Plan. Ich wäre kein Teil der Crystal Cathedral geworden, wenn die Not nicht gerade so groß gewesen wäre. Aber es hat sich vieles verändert und dann habe ich mich einfach verantwortlich gefühlt. Prima. Es war schön, Sie jetzt so persönlich nochmal kennenzulernen, denke ich auch für die Zuschauer. Und Sie sagten gerade, es war nicht der Plan, dass Sie das jetzt übernehmen, aber jetzt haben Sie es. Jetzt sind Sie der Hauptprediger bei Hour of Power und wir freuen uns noch auf viele weitere Predigten von Ihnen. Great, okay. Prima. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie dabei waren. Und Sie wissen ja, wann Hour of Power auf Bibel TV läuft. Bis dann.